Liebe Freunde von Die Stars Ananas, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nämlich zur Folge Nummer 18, in diesem Fall die Schmatzi ASMR Edition. Was hat es damit auf sich? Wenn ihr diese Version jetzt hier hört, dann ist das die Uncut-Version. Wir haben sie mal ASMR genannt. Einfach mit folgendem Hintergrund, Robert und ich haben uns brillanten Content mal wieder einfallen lassen, wie jedes Mal. Aber dieses Mal, da haben wir aber richtig uns nicht lumpen lassen. Wir haben ein paar Leckereien mal verköstigt von House of Sweets und von der Kitchen Impossible Box. Wenn ihr also hart im Nehmen seid, dann könnt ihr jetzt einfach uncut diese Folge hören. Und wenn ihr sagt, nee, da bluten meine Ohren, dazu gehöre ich übrigens auch, dann wechselt jetzt einfach rüber zu anderen Versionen und wünschen euch in jedem Fall viel, viel Spaß. Und ja, Trailer ab, Podcast an. Happy Birthday nochmal. Dankeschön, dankeschön. Mann, die schmeißen echt jedem so Feiertag hinterher. Aber ich habe ja schon festgestellt, bei Frauentausch ist es immer so, es gibt immer so diesen einen Haushalt, der immer sehr ordentlich ist, war und so ein bisschen Etepetete. Der abgeranzte. Der abgeranzte, der ist meistens irgendwo in Bielefeld oder so, ja. Gibt's auch gar nicht. So doof, wie es klingt. Also mein Vater war da ein bisschen human. Mhm. Also ich durfte mir auch solche Filme angucken. Ich muss dazu sagen, ich habe mir meine Zunge verbrannt, ja, aber so auch. Richtig. Aber weißt du, so mit leichten Bläschen obendrauf auf der Zunge. Du hast meine Nummer 1 gerade gewählt. Echt jetzt? Ja, das ist meine Nummer 1. Das ist meine auch. Ich bin zur Seite gegangen, habe eine geraucht und sehe schon hinten in der Ecke so ein BMW stehen. Völlig abseits der ganzen Szenerie. Da war mir sofort klar, das sind irgendwelche Zivilfahrer da. Und mit einmal natürlich, kommen sie angebrettert, wa? Fahren an mir vorbei, an unseren Wagen ran, damit wir nicht wegfahren können. Einen wunderschönen guten Tag heute am 9.3. Zur 18. Folge von Die Stars Ananas. Ich bin Robert, neben mir sitzt Axel. Servus. Ja, und der neueste, nicht mehr so der neueste heiße Scheiß, ne? Sagtest du immer? Ja, genau. Wir waren mal der neue heiße Scheiß. Aber heiß sind wir irgendwie immer noch. Ja. Jetzt haben wir wenigstens schon mal etwas Fröhliches reingebracht. Jetzt muss ich mal ernst werden. Oh, was ist los? Oh, ich fange gleich mit sowas, mit Granate voll an. Stell dir mal vor, also ich muss hier jetzt ein bisschen ausfüllen. Ja. Stell dir mal vor, du sitzt vor so einem Verhör, so einem Raum, alles grau, dir hält jemand eine Lampe ins Gesicht und der dich fragt, also der Polizist oder so, fragt den Herr Axel, ja. Warum verdammt nochmal feiern Sie nicht Ihren Geburtstag? Ja, nur so als Info, letzte Woche, genau vor einer Woche, hatte Axel Geburtstag. Ja, ich bin jetzt 35 Jahre alt. Happy Birthday nochmal. Dankeschön, dankeschön. Ja, warum? Ich bin, die Frage kriege ich ein paar Mal gestellt, ich gehöre wirklich zu den Leuten, die ihren eigenen Geburtstag irgendwie gar nicht so feiern. Also ich habe, ist jetzt ungelogen, ich glaube seit meinem 18. Lebensjahr, ich glaube mein Geburtstag erst zweimal oder so gefeiert. Irgendwie, ich habe da keinen Bock drauf. Okay. Also irgendwie, keine Ahnung. Also ich gehe gerne auf Geburtstagsfeiern, so, keine Frage. Ich bin dann auch gerne dabei. Aber jetzt wegen meinem Geburtstag, nö, muss nicht sein. Also ja, du feierst ja, jährlich machst du ja deinen Geburtstag, immer. Zelebrierst du. Immer. Und ich freue mich auch immer tierisch drauf. Riesenparty, alle kommen, Grill, Bier, Alkohol en masse. Ja. Also niemand ist von meiner Party irgendwie nüchtern aussehen. Nee, das stimmt allerdings. Nö, deswegen, also irgendwie, ich habe da irgendwie nicht so dieses Verlangen drin, aber ich freue mich natürlich. Ich habe mich früher wirklich an meinem Geburtstag, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber mal sinnbildlich eingeschlossen, im Sinne von so, ja, lass mich mal in Ruhe, also ungefähr an dem Tag. Ich weiß gar nicht warum, das war irgendwie so eine komische Haltung von mir. Mittlerweile ist es so, dass ich mir denke schon so, nee, die Leute freue mich, wenn sie sich bei mir melden an dem Tag. Weil im Umkehrschluss, wenn sich keiner melden würde, das wäre schon ein bisschen traurig. Aber ey, Alter, mein Handy, das explodiert an dem Tag. Das haben sich so viele Leute hier gemeldet. Stellst du mir gerade so vor, so mit 35 so.
Verdammt, keiner meldet sich. Es ist schon 23.59 Uhr. Keiner meldet sich. Vorher schon den Countdown eingeleitet, ja, ja. Weißt du, so, das ist halt wie so ein Silvester, der Tag davor. So im Sinne von gleich geht's los. Nee. Ich meine, an deinem Geburtstag, ja, ja, um 23.59 Uhr schon so, keiner hat sich gemeldet bisher. Ich, ja, bin so, naja, egal. Und dann merkst du, du hast dein WLAN vergessen anzumachen. Ja, stimmt. Ja, dann hast du auf jeden Fall verkackt. Ja. Was war eigentlich das, so das schönste Geburtstagsgeschenk, was du jemals bekommen hast? Ach komm, jetzt nein. Also so, nein. Nee, ist nicht damit, also, mit meinen Geschenken, nein, einfach also, so grundsätzlich. Also grundsätzlich alles. Ja. Ja, ich bin da sehr diplomatisch und nee, ich find's auch toll. Ich werde auch gerne beschenkt, deshalb, mhm, ist es immer so, ich richte die Party komplett aus. Essen, ich frage immer nach, was die Leute essen wollen. Ich, mhm, versuche immer alles ranzukriegen. Ich versuche immer alles ranzukriegen, was zu trinken, jemand haben möchte. Versuche ich immer, das weißt du. Und da ist immer so der Punkt, wenn ich das schon mache, dann möchte ich auch schon beschenkt werden. Ah, okay. Das, ich glaube, jetzt fällt mir gerade auch wirklich so ein bisschen ein, warum ich meinen Geburtstag nicht so richtig zelebriere. Und ich mag es. Es ist mir wirklich unangenehm, beschenkt zu werden. Also ich mag es irgendwie nicht. Also ich finde es klasse und ich freue mich darüber und weiß es auch zu würdigen. Aber das ist mir extrem unangenehm, beschenkt zu werden. Echt? Das hast du da eine Scham davor? Ja, oder irgendwie. So? Warum? Ja, weiß ich nicht. Du hast ja festgestellt, guck mal, ich rasiere mir meine Armhaare auch regelmäßig. Ich bin ein komischer Typ. irgendwie ist mir das unangenehm. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich dann, ja, ein Geschenk bekomme und sage auch ganz lieb Danke und so. Verdammt, jetzt habe ich dir nichts zum Schenken. Hier kriegst du das hier. Danke. Werden wir gleich nochmal machen. Nee, also von daher. Aber gibt es so ein Geschenk, vielleicht nicht unbedingt das Beste, so, aber wo du sagst, boah, das hat dich vor allem emotional getoucht oder so? Nee. Nee. Gebe ich offen zu. Bei mir, ja, war das mal so. Das war, als damals die PlayStation 4 rauskam. Die waren ein paar Tage dann schon draußen. Also ich glaube, das war schon ein Jahr oder so, war die schon auf dem Markt. Und dann da kommt mein Bruder vorbei. Und dann haben Familienmitglieder und so weiter zusammengelegt und haben mir eine PlayStation 4 geschenkt, die ich bis heute feiere. Und das war wirklich auch so ein Extrembeispiel. Ich war so unangenehm, getoucht, aber weil mir das einfach unangenehm war, dass die Menschen so viel Geld für mich ausgegeben haben. Aber hab mich natürlich mega gefreut. Hast du Tränchen in den Augen gehabt? Naja, das nicht unbedingt, aber es war schon so, wo ich mir dachte so, boah, ich hab so, als wenn einem so ein bisschen schlecht wird. So, ja. So ein Gefühl ist das. Aber war schön, trotzdem natürlich. Okay. Und ich feiere natürlich die PlayStation bis heute. Also der Punkt ist, warum ich gebe es auch offen zu. Mich hat ein Geschenk, ich freue mich, wenn ich beschenkt werde. Aber mich hat jetzt noch nicht so eins umgehauen, wo ich sage, geil, das war super, das war mega. Weil der Punkt ist, meine Freunde wissen, wenn ich was haben möchte, dann kaufe ich es mir auch selber. Also das, ja, ist der Punkt. Und dann fragen die mal nach, was möchtest du denn haben? Das ist immer so eine Frage, wo ich mir denke, denk dir doch was aus. Aber warum fragst du jetzt, was ich haben möchte? Aber ist das nicht eigentlich clever, der Weg? Weil wenn man dann sagt, lieber bevor ich irgendeinen Scheiß schenke, frag mal ganz dezent nach, was wünschst du dir denn oder was könntest du gebrauchen? Ja, schon, aber trotzdem ist es so, ich lasse mich da gerne überraschen. Letztes Jahr waren coole Geschenke dabei, definitiv. Und vor allem ein T-Shirt. Robert, ich habe mittlerweile so eine kleine Tradition eingeführt, dass zu seinem Geburtstag immer so ein Party-T-Shirt mitbringe. Die wird dieses Jahr gekappt, aber sowas von. Wo dann Robert meistens irgendwie ganz lustig dargestellt ist mit irgendwelchen lustigen Sprüchen und so. Halt so ein bisschen wie, ja, wie nennt man dann, so, wie so ein Junggesellenabschied-T-Shirt sieht das auch. Und dann noch drei Nummern zu groß. Ja, ja. Das sieht dann aussieht wie so ein Kartoffelsack. Aber das ist einfach eine Schwäche von mir. Ich kann mir A, das nicht merken und ich kann B, total schlecht einschätzen, was für T-Shirt-Größen Menschen haben. Lass es einfach, Axel, okay? Es ist wirklich eine tolle Idee gewesen, aber nein, bitte nicht nochmal. Okay, ich werde es vielleicht lassen. Lass es. Kannst du, also so schlecht wie ich Kleidung von anderen einschätzen kann, also so die Kleidungsgröße, so schwer tue ich mich zum Beispiel auch das Alter einzuschätzen von Kleinkindern. Kennst du das auch? Nee, das nicht, aber wo ich Probleme habe, ist Entfernung einzuschätzen. Ah, okay. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das jetzt 3 oder 4 Meter Länge sind von deinem Raum. Nimmst du da nicht so ein gefühltes Gegenmaßstab? Kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Ah, okay. Meistens ist es einfach so, ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen fehlt da vielleicht auch. Ja, das fehlt. Ich habe, also ja, klar, das ist natürlich immer schwer einzuschätzen. Ich habe immer noch aus der Schulzeit,
immer noch so dieses Tafellineal, dieser eine Meter. Ja. Den habe ich ungefähr immer vor Augen, den nutze ich immer so ein bisschen als Maßstab. Das Problem ist, ist schön, aber ich kann mir das so das nicht vorstellen. Ich muss immer, es muss da liegen, ja. Und dann sage ich, das ist ein Meter. Okay, das kannst du so nicht einschätzen. Zollstock ist was Gutes, oder? Ja, definitiv. Oder so ein Lasermessgerät. Wie geht's dir denn eigentlich? Was hast du die letzten beiden Wochen so gemacht? Ja, mir geht's an sich so gut. War beim Arzt mal wegen meinem Rücken, aber da ist auch alles dufte. Sehr gut. Bloß irgendwas verspannt im Rücken. Aber ansonsten arbeiten, viel arbeiten. Bin jetzt sogar in dem Team, wo ich hin wollte. Geil. Ja. Ey, herzlichen Glückwunsch. Geschafft, danke. Und ansonsten. Damit kommst du hier nebenbei, Alter. Ich find's richtig geil. Das freut mich für dich. Ja, danke. Aber ansonsten nicht viel. Okay, ja, okay. Bei dir wahrscheinlich auch nicht, ja, viel, oder? Ja, auch nicht so viel. Ich hatte halt Urlaub. Also ich habe halt, mein Urlaub ist jetzt zu Ende. Wenn die Folge rauskommt, bin ich den ersten Tag wieder quasi im Dienst und sitze dann wieder vor meinem Rechner etc. Aber dann könnt ihr alle wieder Axel anrufen. Ja, und deswegen, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen Standardprogramm gemacht. Ich habe, also die Küche habe ich ein bisschen, den einen Schrank habe ich ein bisschen mal aussortiert und ein paar Klamotten habe ich nochmal weggeschmissen. Meinen Balkon habe ich noch nicht sommerfrisch gemacht, weil irgendwie immer, wenn ich dann morgens auf dem Balkon war, war es wieder alles gefroren und ich dachte so, nee, heute nicht. Nee. Das ist wieder arschkalt geworden gerade. Genau. Ja, ansonsten Standardprogramm, wieder viel Serien, Filme geguckt und so. Eierschaukeln. Ein bisschen Eierschaukeln war dabei, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Naja, ja. Gestern war übrigens Internationaler Frauentag, wa? Ja. Krass. Also dahingehend möchten wir natürlich, weil das ist ja ein bisher sehr männerdominierter Podcast hier. Das wird sich auch irgendwann nochmal ändern. Wir werden auch die Frauen hier mit reinholen, aber bislang noch nicht. Trotzdem möchten wir natürlich die Möglichkeit nutzen, nochmal allen Frauen nochmal zu gratulieren, aber ihnen Respekt zu zollen. Definitiv. Ich habe mir gestern gedacht, Robert, so, Mann, die schmeißen echt jedem so Feiertag hinterher. Aber vor allem ist es ja nur in Berlin, ne? Stimmt. Wo man dann so denkt, okay, Berlin hat keinen Feiertag mehr. Oder andersrum, wir brauchen noch einen Feiertag für Berlin. Tut mir leid, wie gesagt, ich habe völligen Respekt vor Frauen, aber dann heißt es so, Frauentag, 8. März. Nehmen wir jetzt einfach. So, zack. Ja, aber ich finde das aber dahingehend ganz gut, weil es war ja, also wir Berliner sind ja immer so gerne, dass wir sagen, boah, guck mal nach Bayern und so, die haben ja gefühlt jede zweite Woche einen Feiertag oder so. Ja. Und wenn es darum geht, quasi einen neuen Feiertag zu machen, dann muss ich aber sagen, hat der Berliner Senat, finde ich, eine gute Entscheidung getroffen, dass man dann sagt, eben dann ist es der Frauentag sozusagen, dass die Frauen jetzt auch endlich mal ihren Feiertag haben. Ja, das sehe ich ja ein, aber es ist ja wirklich, wie du schon sagtest, eigentlich in Bayern hat mehr Feiertage als, oder für sich einzeln Feiertage gesehen, als Republik Deutschland generell. Ja. Also im Bundesland für sich. Also das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, ja. Übrigens, vom Thema Frauen und was habe ich die letzten Tage so gemacht? Ich habe die letzten Tage auch mal wieder ein bisschen mehr reguläres Fernsehprogramm geguckt und ja zu Uhrzeiten, wo ich normalerweise nicht so Fernsehen gucke, weil man dann eben arbeitet. Du sagst nach 12? Ja, so ungefähr, ja. Und dann so RTL 2 und so auch mal reingeguckt und dann bin ich hängen geblieben. bei Frauentausch. Habe ich, ich glaube, in meinem ganzen Leben noch nie eine Folge wirklich mal komplett geguckt. Aber ich bin deswegen hängen geblieben. Nadine the Brain? Nee, aber Nadine war auch dabei, aber nicht okay. Die. Ach stimmt, Nadine the Brain, stimmt. Ja, mit Erdbeerkäse. Erdbeerkäse, ja. Oh, da sind die Vitamine drin oder so. War nicht irgendwie. Findest du das von der Leberwurst? Also, okay. Ich habe gesehen. Warte mal, ich muss dir das zeigen. Ich habe meinen Bruder gesehen. Das bin ich echt jetzt? Also für alle, die meinen Bruder jetzt natürlich nicht kennen. Nein. Das sind natürlich blöd, die wissen nicht, was ich meine, aber ich zeige. Nein. Mein Bruder in Porno ausgabe. Oder? Das sieht aus wie mein Bruder in Porno. Er heißt Dirk, ist 39, also jetzt in der Sendung. Und er kommt aus Sachsen da irgendwie. Und seine Freundin Nadine ist 20, Auszubildende. Und sie waren quasi, ich habe ja schon festgestellt, bei Frauentausch ist es immer so, es gibt immer so diesen einen Haushalt, der immer sehr ordentlich ist, war und so ein bisschen Etepetete. Der abgeranzte. Der abgeranzte, der ist meistens irgendwo in Bielefeld oder so, ja. Gibt's doch gar nicht. Oder, ja, stimmt, oder Gelsenkirchen oder so. Und jetzt haben die als Prunkstück, haben sie quasi Sachsen genommen. Und das war so, boah. Diese ganze Szenerie ist so geskriptet. So, du siehst richtig, wenn sie bei diesem dreckigen Haushalt sind, dann gehen sie ins Kinderzimmer rein, Horrormusik, Hardrock-Musik. Dabei liegt der Junge da einfach bloß da und chillt ein bisschen im Bett, wo die Mutter reinkommt.
Und auf dem Boden, richtig schön, feinsäuberlich nochmal hingeschmissen vom Redaktionsteam, die Klamotten und so, weißt du? Das Zimmer war eigentlich aufgeräumt, aber auf dem Boden. Scheiße. Und dann eben irgendwie Hardrock-Musik und... Ja, bitte kein Frauentausch. Ey, das war so schlecht. Das ist so dämlich, aber... Es gibt Leute, die feiern sowas. Das ist so... Ja, aber gibt es denn so gescriptete Reality-Sachen, die du auch schon manchmal so guckst, oder bist du da also völlig weg von? Also früher habe ich mal Berlin Tag und Nacht für ein paar Monate geguckt, aber dann, nee. Das war noch zu der Zeit, wo ich arbeitslos war, das war so vor 5, 6 Jahren, aber ansonsten nie wieder. Ich habe seitdem, glaube ich, einmal, das war vor 3 oder 4 Wochen, weil ich echt Langeweile hatte auf den Sonntag, hatte ich dann irgendwie hatte ich mal RTL 2 geguckt, irgendwie Harz, aber herzlich und sowas. Oh. Ist das schlimm. Vor allem, wer schreibt solche Drehbücher? Die müssen sich doch irgendwie, ich glaube, selbst wenn Affen sich da hinsetzen, es gibt ja diese Theorie, du setzt 40 Affen irgendwie an Schreibmaschinen und irgendwann kommt da was Intelligentes raus. Ja. Und ich glaube, selbst das wäre intelligenter gewesen als das, was dort bei RTL kommt. Ich glaube aber, also normalerweise, also man erkennt ja mittlerweile wirklich mal sehr stark, was geskriptet ist und was nicht. Das ist ja so, das sieht man sofort. Bei Harz, aber herzlich, wie das heißt, ich glaube, da tatsächlich ist nicht geskriptet, ehrlich gesagt. Ach Quatsch, ist alles geskriptet. Das glaube ich nicht. Bei Harz, aber herzlich, bin ich mir nicht sicher. Ah, ich weiß, aber, ich kenne es auf jeden Fall. Aber gutes Beispiel ist auch zum Beispiel, dass die Leute so ein bisschen realitätsfremd sind. Also, wo ich noch damals Berlin Tag und Nacht geguckt habe, da gab es auch diesen einen schmierigen Typen, der da das Matrix geleitet hat. Dieser aufgepumpte, ein bisschen am Lispeln war. Ja, genau, der. Italiener oder so. Ich glaube nicht. Dass ich das jemals gesehen habe. Fabrizio, oh scheiße. Nee, der war es nicht. Das war ein anderer. Der war viel schmieriger. Ich weiß, wen du meinst. Der aussieht wie Kurt Krömer aufgepumpt. Ja, genau der. Ja. So, der Typ, vor allem. Winter heißt der. Keine Ahnung. Siehst du kennst doch ja noch die Kann Namen. Kann ich gleich erzählen, warum. Wieso ich realitätsfremd sage, ist, die Leute gucken den Scheiß, dann sehen die den, dann gehen die zum Matrix, was Warschauer Straße ist oder so. Genau. Und sagen, ich kenne den hier, das ist der und der. Also der Leiter, der gibt sich ja in der Serie als der Besitzer von dem Club auch. Aber er ist ja nur Schauspieler. Ja. Und da gehen die Leute so dumm ab, das ist so bescheuert, dass sie mal ein bisschen nachdenken. Ja, also Berlin Tag und Nacht ist, oder Köln 50, 80 irgendwas. Oder noch besser, und da sagt der Titel schon alles über das deutsche System so ein bisschen, ist krass Schule. Das ist so krass Schule. Habe ich noch nie gehört. Und sogar, ja, also das ist wirklich total dämlich. Aber das, was du meinst, auf jeden Fall, also habe ich nie verstanden, Berlin Tag und Nacht. Aber diesen Typen, den du meinst, ich finde ihn ehrlich gesagt ganz witzig. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass das ein großer Kurt Krömer-Fan ist, weil das kann kein Zufall sein, dass der so diese Attitüde von diesem Krömer bei Internationale Show damals, dass der das so angenommen hat. Ja, der hat doch so diese Art und Weise, dieses leicht cholerische. Nicht nur leicht, sondern auch so ein bisschen mehr, aber genau der Typ ist das. Aber warum ich den Namen wusste, war deswegen, weil ich habe die Woche auch nochmal bei YouTube so ein bisschen geguckt, wegen guten, also ja, so wie sagt man, so Koch-Channels und Essens-Channels. Und da habe ich einen gefunden, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, Willst du Beef oder Wer will Beef oder so heißt es. Das ist, glaube ich, von so einem Typen, der über das Gesicht tätowiert und so, ein ganz krasser Typ. Und der hat so einen YouTube-Channel, ich glaube, der war bei Berlin Tag und Nacht mal gewesen. Und da ist dieser Winter auch dabei. Das habe ich letztens mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe eingestellt. Und da geht es um dieses, wo ich meinte, wir haben hier in Marzahn so ein Fleisch-Exempel, wo die Rapper immer gerne hingehen. Ja. Dieses so ein Beefhaus. Und deswegen habe ich den gesehen, weil der macht da immer mal mit. Oh, hieß er Carsten irgendwie mit Vornamen? Keine Ahnung. Das ist so ein ganz bekannter Typ gegen Anti-Mobbing und sowas macht der. Vielleicht reden wir jetzt gerade völlig aneinander vorbei, aber ja. Aber da erkannte ich den auf jeden Fall. Können wir das Thema wechseln, bitte? Ja, es ist eigentlich ein total schreckliches Thema, warum wir das jetzt so ausgeführt haben. Bitte. Oh, ich finde es ganz nett. Boah, Robert, du hast ja vorhin schon gesagt, heute ist ja 9. März 2021. Ja. Ich habe mich wieder ein bisschen vorbereitet. Ja, ich auch. Oh, cool. Ja, natürlich. Ich fange einfach mal an und du ergänzt einfach.
Machen wir so? Machen wir so, genau. Alles klar. Dann fangen wir mal an. Also wie gesagt, heute der 9. März 2021. Wir haben wieder Geburtstagskinder. Und zwar heute, 62 Jahre alt. Happy Birthday geht an Giovanni Di Lorenzo. Deutsch-italienischer Journalist. Den kennt man gerade so aus verschiedenen Talkshows und so. Und der ist zum Beispiel auch Chefredakteur in einer Wochenzeitung, Die Zeit. Ja. Genau. Dann heute 76 Jahre alt wird Karin Ilse, oh Gott, warte mal. Witkiewicz, a.k.a. Katja Epstein. Wunder gibt es. Ah, den Namen habe ich vorhin auch gelesen. Mhm. Ich kannte den Namen, aber ich habe den nirgendwo einordnen können. Ja, und das ist die, genau. Okay. Und dann heute wäre 87 Jahre alt geworden, wäre er nicht im Alter von 34 Jahren verstorben. Juri Gagarin. Oh. Ja, der erste Mensch im Weltall, Kosmonaut damals. Und der ist damals mit Vostok 1 quasi hochgeflogen und ist allerdings dann. Wie hast du das genannt? Vostok. Hieß das nicht Vladivostok? Ich glaube, das Ding selber hieß die Mission, ja. Oder dieses Ding hieß Vostok, okay. 1. Auf jeden Fall ist der dann irgendwie dann auch leider verstorben bei einem Flugzeugabsturz. Ja, der wäre heute 87 Jahre alt geworden. Ja, ich habe noch eine Person, und zwar wird die Person heute, jetzt muss ich ein bisschen rechnen, 51, Hilmi Sözer. Ist ein Türke oder türkischer Abstammung, okay. Der Mann, und hat im voll normal mitgespielt, ein Italiener. Der Typ! Der Typ. Der ist geil. Der hat auch die Bademeister mitgemacht und der Schuh des Manitou. Ja, das war immer der die Asche von Sky Dumont da genommen. Ballermann 6, ey. Ja, genau. Bester Film. Genau. Die beiden. Tom Gerd. Wie heißt er nochmal? Hilmi Sözer. Hilmi Sözer. Props gehen raus. Genau. Gut. Dann Ereignisse. Hm? Da habe ich was. Und zwar ich weiß nur das Jahr. Ich habe nicht gerechnet. 1848. Mhm. Der Bundestag des Deutschen Bundes erklärt die Farben Schwarz, Rot und Gold als Bundesfarben. Ah. Genau. Und 1994, das Bundesverfassungsgericht erklärt eine geringe Menge von Cannabis grundsätzlich als straffrei, ist der Cannabis-Beschluss. Ah, okay, stimmt, das habe ich auch nochmal irgendwie mitbekommen. Weil Cannabis ist ja, kleine Mengen, zumindest in Berlin zum Beispiel, ist ja so, kleine Mengen sind quasi machbar für den Eigengebrauch. Was guckst du? Aber auch. Also genau. Warten. Nee, schon gefunden. Ich habe nochmal geguckt. Also kleine Mengen sind ja irgendwie in Berlin erlaubt. Das macht ja auch jedes Bundesland von Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Kleinere Sachen hier in Berlin gehen oder werden vom Staatsanwalt, glaube ich, immer sofort eingestellt. Bayern, weiß ich, sind da sehr, sehr streng. Ich war mal auf dem Weg nach Bayern gewesen. Hatte da persönlich zu tun. Bitte. Und bin damals mit so einer Fahrgemeinschaft gefahren. So Blablacar oder Sig, wie die hießen. Und sind dann zu viert gefahren. Und es war so geil gewesen. Du hast gemerkt, sobald du quasi über diese, was ist das, thüringisch-bayerische Grenze ist das, glaube ich, wo wir durchgefahren sind, sofort die ganzen BMWs von der Polizei an der Autobahnrand. Also die haben da richtig Präsenz gezeigt. Und dann sind wir dann, ich glaube, kurz hinter Hof oder so auf so einem Rasthof gefahren, haben ein bisschen Pause gemacht. Und ich sehe schon hinten, bin zur Seite gegangen, habe eine geraucht und sehe schon hinten in der Ecke so ein BMW stehen. Völlig abseits der ganzen Szenerie. Da war mir sofort klar, das sind irgendwelche Zivilfahnder. So. Und mit einmal natürlich, kommen sie angebrettert, wa? Fahren an mir vorbei, an unseren Wagen ran, damit wir nicht wegfahren können. Und rennen quasi unserem Beifahrer, also irgendeinem Mitfahrer hinterher. Und der schluckt noch irgendwas und schmeißt weg und weiß ich nicht was. Und der hatte halt irgendeinen Scheiß dabei gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, was er dabei hatte. Auf jeden Fall Anzeige geschrieben. Die haben natürlich bei uns alle noch durchsucht. Wir hätten ja auch was dabei haben können. Aber wir kannten uns halt überhaupt nicht. Das Lustige war gewesen, der hat irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, hat er komplett geschluckt. Was er da hatte, der wollte halt nicht, dass die Polizei das findet. Also die waren natürlich nicht blöd, haben es trotzdem aufgeschrieben, weil sie das gesehen haben. Und da kamen wir in München an und kurz vor München hast du gemerkt, wie er mit einmal so völlig stoned war. Der war völlig weg. Keine Ahnung. Ey, das war so krass, das hat dann so ein Flash bei ihm gegeben. Ja, selbst schuld, ne? Ja, total. Wir waren auch alle ein bisschen stinkig, aber eigentlich war es doch ganz lustig so. heute vor 199 Jahren, nämlich 1822, das erste Patent für Zahnersatz ist rausgegangen. An einem New Yorker, Charles M. Graham. Damals ging es los mit Zahnersatz. Heute vor 76 Jahren, 1945, gab es in Tokio einen schweren Luftangriff der USA im Pazifikkrieg, beziehungsweise Zweiten Weltkrieg, mit einem B-29-Bomber. Da sind
100.000 Tote quasi in Tokio gewesen. Das habe ich auch gelesen. Das ist vergleichbar halt mit hier, Hiroshima und Nagasaki. Ja, ja, krass, einfach was für Dimensionen. Aber dazu muss man sagen, es waren keine Atombomben, das waren wirklich ganz normale Bomben. Reguläre, ich glaube Feuerbomben oder irgend so ein Scheiß. Ganz normale Bomben. Ja, also es ist wirklich krass heftig. Und dann heute vor 24 Jahren, 1997, The Notorious B.I.G. aka Biggie Smalls wird in L.A. bei einem Drive-By-Shooting ermordet. Das ist heute vor 24 Jahren gewesen. Biggie Smalls. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, was der musikalisch geleistet hat. Ich stecke da überhaupt nicht drin. Ich weiß, er ist ein Riesen. Er ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten der 90er, den es jemals gab. Ja, aber der ist so jung gestorben. Was hat er denn groß gemacht? Ich weiß nicht. Also er gilt wohl als der erfolgreichste, was die Verkaufszahlen angeht, Rapper der 90er Jahre. Und, okay. Aber wahrscheinlich haben wir viel von ihm gehört, aber wir haben es nicht wahrgenommen. So, keine Ahnung. Also der hat ja viel mit Tupac, glaube ich, zusammen gemacht, aber wie gesagt, von Tupac hab ich kaum was mitbekommen, weil es auch nicht meine Musik ist. Ja. Bei Tupac habe ich schon ein bisschen mehr mitbekommen. Ich weiß, dass er abgeknallt wurde, aber bei Biggie Smalls war es genauso. Ne? Ja, genau, bei so einem Drive-By-Shooting. Ja, und ich habe gesehen, bei Netflix ist deswegen jetzt so vor einer Woche oder so online gegangen, so eine Biggie Smalls Doku. Ja, das habe ich auch gesehen. Hast du schon? Nee, habe ich nicht gesehen, aber genau. Da bin ich mal sehr gespannt auf jeden Fall. Wir haben heute noch Aktion zum Gedenktag. Ja, mach mal, dann würde ich nämlich noch mal eine Story erzählen, die mir doch noch passiert ist. Ja, gerne. Heute ist Robert in den USA natürlich, war Tag der Fleischbällchen. Geil, Hammer. Heute ist der amerikanische National Panic Day, also der Paniktag in den USA. Ja, der war da nicht 4 Jahre lang unter Trump? Da war jeden Tag Paniktag. Ja, genau. Dann ist natürlich in Amerika, ich weiß nicht, ob es die USA ist, der Get It Over Day, find dich damit ab Tag. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Geil. Hammer. Einfach mal so, ist doch scheißegal. Ja, genau. Ich würde den scheißegal dazu, Tag. Genau, dazu habe ich was. Okay, aber ich glaube, es wäre nicht scheißegal, weil hatte ich was. Und dann abschließend, und dann kannst du fortfahren, heute ist eigentlich ein Geburtstag. Heute ist der Tag der Barbie-Puppe, denn heute hat Barbie Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Was hast du für eine Story? Ja, du weißt ja, ich habe ja ein Auto. Und wann war denn das? Ich glaube, einen Tag nach deinem Geburtstag. Mhm. Genau. Also dritten. Letzte Woche. Am 3. genau. Mhm. Nee, nicht letzte Woche, vor 2 Wochen. Okay. Ja, da hatte ich noch, also muss man uns ein bisschen ausholen. Ich war auf Arbeit, wollte dann nach Hause ganz in Ruhe noch einkaufen und dann hatte ich nämlich noch ein Telefonat. So, ich fahre nach Hause, hier kennst du ja Goldelse, großer Stern, warte da gerade an der roten Ampel. Mhm. Auf einmal macht's bumm hinten. Ey. Ist mir hinten einer reingefahren. Ach, scheiße. Ja. Mir ist nichts passiert, dem anderen ist auch nichts passiert. Mhm. Ich natürlich ein bisschen angepisst, weil Termin und so. Ich steige aus und der Typ gleich, es tut mir leid, ich bin hier hinten drauf gefahren, ich bin schuld, alles drum und dran. Okay, ich so, ja, wollen wir das mit der Polizei reden? Ich so, ja, wollen wir. Ja, klar, logisch. So. Ich dann die Polizei gerufen, die haben gesagt, stellen Sie die Autos an die Seite. Okay, die kamen dann, glaube ich, nach 5 Minuten kamen die schon, das war so nicht schlecht. Dann kam eigentlich das Allerschärfste. So, wir beide stehen so da, die Polizei steigt aus, das ganz normale, diese Belehrung, alles drum und dran, ich stehe bloß so da, hab bloß guten Tag gesagt. Und der andere Typ dann, oder andersrum, die Polizei sagte, wollen Sie was dazu jetzt sagen? Der Typ, ja, ich bin dran schuld, ich bin ihn hinten drauf gefahren, hinten rechts ist bei ihm was kaputt, bei mir ist der Scheinwerfer kaputt. Wirklich, also die ganze Story erzählt, auf einmal dreht sich der Polizist zu mir um, guckt mich an. Wollen Sie noch was dazu sagen? Ich so, nein. Es ist alles gesagt. Alles gesagt. Ja, ist mir hinten einer draufgefahren. Scheiße. Machst du schon Werkstatt? Ja, war ich schon. Alles drum und dran. Habe auch schon einen Termin für die Reparatur. Gutachten ist auch schon durch. Hm. 1.700 Euro. Hm. Ach, ärgerlich. Ja, es ist ärgerlich, aber ich muss mich um nichts kümmern. Ja, hüt. Aber trotzdem, ist natürlich, aber hüt, hüt, dass niemandem was passiert ist. Genau, das ist die Hauptsache, niemandem ist was passiert. Aber und endlich mal ein Unfall, an dem du nicht schuld bist. Schnauze. Nein, es ist ja dein erster Unfall mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Nee, eigentlich nicht. Doch. Ja, stimmt. Doch, ja, ist ja. Es. Ja, ja. Alles gut. Ist es. Ja. Krass, aber hüt, freut mich, dass es dir gut geht. Ja. Wie gesagt, war halt bloß dieser Schock. Ich war auch übelst aufgeregt, weil, wie gesagt, mein erster Unfall. Ja, klar. Und vor allem, ich so, scheiße, was ist, wenn der Typ jetzt so korrupt ist und sagt, dass ich irgendwie schuld bin oder sowas? Ah, nee, der hat alles zugegeben. Der hat sogar die Strafe von 35 Euro auf sich genommen. Also, ist der blöd? Nee, das ist es. Sobald er sagt, ja, ich war es, kriegt er die. War's das? Aber wie gesagt, ja, ist halt so.
Okay. Wir haben heute noch ein bisschen was vor. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Genau. Wie sieht's mit dir aus? Stehst du erst auf was Herzhaftes oder erst auf was Süßes? Wir können erstmal, ich finde, was Herzhaftes dann machen und dann machen wir was Süßes. Ja. Oder umgekehrt. Ja, ja, nee, okay. können wir so machen, bevor, das ist mir auch lieber. Bevor wir das machen, nochmal eine Frage. Und zwar, ich habe die Woche auch gesehen, ich gucke manchmal so ganz gerne sowas wie Küchenschlacht oder so oder Topfgeldjäger und so ein Kram. Mag ich ganz gerne. Meine Lieblingskochsendung ist übrigens Kitchen Impossible, wird nachher nochmal ein Thema sein. Und ich habe die Woche in der, was ist das, ZDF Mediathek oder so, habe ich mir von vor 2-3 Wochen mal so eine ganze Woche angeguckt. Mhm. Hat ja ein bisschen Zeit. Und die machen ja jeden Tag irgendwie immer was anderes. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ein paar Leute dabei waren, die sich selber gar nicht angemeldet haben, sondern die wurden angemeldet. So, okay. So, Robert. Jetzt kommt die Überraschung. Lass mich. Ich habe dich natürlich nicht angemeldet, nein. Aber ich wollte dich mal fragen, wenn du quasi da mitmachen würdest, du bist ja auch ein Hobbykoch, du kochst ja gerne. Die haben ja immer so verschiedene Variationen. Und das erste Ding, was sie immer machen am Montag, ist irgendwie so Thema Leibspeise. Also die Köche, Hobbyköche, kommen quasi an und müssen erstmal ihre Leibspeise quasi kochen. Jetzt, was würdest du da machen? Weil man muss ja überlegen, es ist ja nicht nur, dass es dir lecker schmecken muss, es muss ja auch in 30 Minuten oder so schnell herstellbar sein, mit guter Qualität, es muss gut aussehen. Was würdest du denn da nehmen? Ach, gut aussehen ist scheiße, Hauptsache es schmeckt gut. Das ist meine Devise, nein. Also doof, wie es klingt, aber ich glaube, das kennt keiner, Bratwurstpfanne. Bratwurstpfanne, okay. Ist jetzt Leibspeise würde ich jetzt so nicht sagen, ich mache die gerne. Mhm. Meine Leibspeise ist Lasagne, aber die mache ich sehr, sehr selten, weil die echt aufwendig ist. Und die wäre auch ein bisschen langweilig für die Sendung, glaube ich. Ja, genau, das meine ich ja. Die Bratwurstpfanne. Okay, wie sieht, also klar, Bratwurst ist da drin, wird wahrscheinlich angebraten. Na, meld mich an, dann zeige ich es dir. Aber hättest du nicht mal Bock, bei sowas mitzumachen? Nee, irgendwie nicht. Nee, Bratwurstpfanne, also ganz normal, kaufst du so eine Bratwurst, aber die muss halt ungekocht sein. Dann nimmst du daraus das Brät und machst so eine kleine Bälle so in der Richtung. Und die brätst du dann an. Und dann machst du Speck rein, Zwiebeln, das brätst du. Dann kommt Gemüsebrühe mit Sahne oben drauf. Mhm. Dann noch Mischgemüse, das lässt du auch nicht durchkochen. Und Pfeffer und Salz, vielleicht ein bisschen Cayenne-Pfeffer, das ist auch nicht schlecht. Und dann kommen die Bratwürste rein, lässt du durchkochen und dazu, also mit ein bisschen andicken und dann. Sind die Bratwürste vorher auch angebraten? Ja, habe ich ja gesagt. Angebraten. Und ja, und dann Nudeln dazu. Ach, mit Nudeln dann, okay, alles klar. Und das kann man bestimmt auch schön anrichten dann. Mhm. Ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Also, dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde maximal. Ich glaube, 35 Minuten haben die Zeit. Ja, das ist locker. Ich glaube, ich habe auch überlegt, was würde ich so machen? Ja. Und ich habe mir überlegt, ich kann ja da jetzt nicht irgendwie einfach mit einer Pizza oder sowas ankommen. Ja. Ich habe mir überlegt, ich glaube, ich würde Shakshuka machen. Oh. Ja, Shakshuka würde ich, glaube ich, machen, auf so einer leicht europäischen Variante, schön, so wie du es bei mir schon mal gesehen hast, mit ein bisschen Schön angebrannt und eine Habanero mit rein. Oh, das war heftig. Also man muss dazu sagen, ich habe, weiß nicht, vor 2 Jahren oder einem Jahr, ich glaube vor 2 Jahren. Das war vor 2 Jahren. Da habe ich Shakshuka für mich entdeckt. So, wer es nicht kennt, ist gerade voll im Kommen, habe ich auch festgestellt. Das ist so ein israelisches Nationalgericht, wird auch gerne in Nordafrika gegessen. Eigentlich arme Leute essen. Tomate, Paprika, Knoblauch, alles irgendwie rein in so eine Pfanne. Chili natürlich, ganz wichtig. Und dann wird schlussendlich, wenn da quasi ein oder mehrere Eier nach Bedarf quasi reingesetzt, werden ja gegart. Und dann mit einem Brot nimmst du das meistens so aus der Pfanne raus. Oh, das Brot war auch lecker, was du gemacht hast. Ja, das stimmt. Ich glaube, das würde ich anrichten. Aber stimmt, wir haben einmal bei dir haben wir das gemacht. Einmal und nie wieder. Oh, das war schlimm, weil da habe ich mich mit der Flüssigkeit so verschätzt. Ich habe so viel zu viel Flüssigkeit drin gehabt und hatte auch ein bisschen unterschätzt, wie heiß das Ganze geworden ist. Ja, also es ist angebrannt und du sagtest dann irgendwie, da muss noch eine Chili rein. Und sagte natürlich, natürlich habe ich eine Chili. Und hatte war damals das eine Auswahl an Chilis hattest genau, du. Genau, dankeschön. So, und Axel guckt in diese kleine Plastikbox rein und findet verschiedene Chili und nimmt natürlich die Chili, die ihm super aussah. Die war nicht ein bisschen Die sah am frischesten aus. Genau, sah am frischesten aus. Aber ich kannte sie nicht, muss ich sagen. Und er nimmt eine Habanero. Und so muss man sagen, Habaneros sind sehr, sehr scharf, wenn man das nicht verträgt. Oh ja. Und die kloppt er natürlich rein. Und dann diese Mischung aus
Ich habe mir, also ich muss dazu sagen, ich habe mir meine Zunge verbrannt, ja, aber so auch. Richtig. Aber weißt du, so mit leichten Bläschen oben drauf auf der Zunge, so richtig. Ja. Und als ich das gegessen, ich habe gedacht, ich gehe gleich in die Decke. So erstens war es scharf und dann das Schlimmste war erstmal das. Du wusstest ja nicht, ob es jetzt von der Schärfe kommt. Ja. Oder von der Hitze. Ja, stimmt. Also, wenn man sich das ungefähr vorstellen möchte, wie heiß das war, vielleicht kennt ihr das da draußen, wenn man sich mal so ein Baguette, die gibt da diese Fertigbaguettes, die man in der Kaufhalle irgendwie fertig holen kann, tiefgekühlt, wenn man sich die reinmacht in den Ofen, richtig schön heiß werden lässt, da muss man die erstmal abkühlen lassen, ansonsten, weil das oben wie Lava gefüllt ist. Manchmal. Oder diese diese Apfeltaschen von McDonald's oder so. Ah ja, die habe ich noch nicht gegessen. Okay, bei denen ist es genauso. Wenn die frisch sind und du beißt rein, dann ist das wie Lava. Dann denkst du, ist dieser Apfelmus, der da drin ist, wie Lava. Also du denkst, oh, nee, es geht nicht. Ist die Pfanne eigentlich im Arsch? Nein, das Problem war, die war ja übelst angebrannt. Ja, ne? Sorry nochmal. Ich glaube, nach ein oder zweimal richtig kochen, war die dann auch wieder sauber. Oh, gut. Also da mach dir mal keine Sorgen. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Aber Nein. Das war, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal machen, wenn du mal wieder herkommst. Ja, gerne. Also hier habe ich es bisher immer sehr, sehr gut hinbekommen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, es lag nur an meinen Utensilien, ich weiß. Vielleicht lag es daran, dass wir am Abend vorher einfach einen lustigen Abend mit Tim hatten und vielleicht war ich noch nicht ganz fit im Kopf. Nein, wir waren nicht bei Tim. Nee. Wir waren in der in Kulturbrauerei zur 90er-Party. Na, sag ich doch. Okay, ohne Tim, aber... Ohne Tim. Okay. Genau, du hast so gesagt... Oh, Robert, ich hab nächsten Tag einen Termin im Eastgate mit meinem Vater und mit meinem Bruder. Nee, da verwechselst du erst was. Nein, das war das. Doch, das war das. Da habe ich aber am Morgen mit dir keine Quatsch gemacht. Nee, Quatsch, genau. Das war irgendwie. Nee, aber trotzdem, du warst so Hacker, du hast dann bei mir gepennt. Ja, genau. Und dann haben wir uns vorgenommen, am nächsten Morgen habe ich gesagt, Robert, ich mach da was. Wir sind dann einkaufen gegangen und ja, das, was du meinst, das war so mies. Das war einer von diesen Silvester. Kurz vor Silvester, Jahresend-Dinger in der Kuba, haben wir damals mit Tim gefeiert. Das war ein unfassbar lustiger und langer Abend. Und wir sind dann, da hatte dann in der Nähe dort irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein neuer Döner war, ich kannte den auf jeden Fall nicht. Der hatte irgendwie aufgemacht. Und irgendwie kennt man ja manchmal, dass man dann nochmal so einen Heißhunger bekommt, auf was Fettiges, wenn man irgendwie getrunken hat. Hm. Und dann haben wir uns diesen Döner gegönnt. Ich glaube, ich habe den nur zur Hälfte gegessen. Und das Blöde war am nächsten Morgen, Alter, diese Knoblauchsoße. Der hing, also ganz ehrlich, der hing mir bis nächsten Früh im Hals. Ja. Und das ist schon widerlich. Und ich bin dann bei dir, bin duschen gegangen, hab mir die Zähne geputzt, ich hatte ja alles schon irgendwie mitgebracht. Und dann bin ich ja mit meinem Kater quasi ins Eastgate. Dann habe ich mich mit meinem Vater und mit meinem Bruder getroffen damals. Und mein Vater, ich komme an zu dem Tisch da in dem Café, wo wir uns getroffen haben, und mein Vater auf 2 Meter Entfernung schon so, boah, du stinkst. Das war wohl so ein Mix aus Fahne und dieser penetrante Knoblauchgeruch. Oh, das ist echt, ja, das war echt heftig, widerlich. War heftig, aber diesen Dönerladen, boah. Nein, nie wieder. Never ever again. Gut. Kulinarik? Kulinarik. Also, was haben wir vorbereitet? Genau, erklär mal einfach mal. Erklär nur mal deins, ich erklär meins. Okay, also ich bin großer Fan von Kitchen Impossible. Meine Mutter guckt das auch sehr, sehr gerne. Erklär mal, ich kenne Kitchen Impossible nicht. Also es gibt ja haufenweise Kochshows im Fernsehen und so. Ja, das kenne ich. Ja, danke. So, und es gibt halt haufenweise Kochshows im Fernsehen und unter anderem gibt es Kitchen Impossible. Das ist bei Vox immer sonntags. Er kommt jetzt auch wieder am Sonntag. Da wird Tim Melzer immer mit einem anderen, meistens Sternekoch. Die schicken sich um die Welt oder jetzt gerade in der aktuellen Staffel nur deutschlandweit. Mhm. Und müssen dann dort eben immer Speisen probieren, die sie nicht kennen, nur am Geschmackssinn und so weiter und so fort. Mhm. Naja, egal. Auf jeden Fall hat Tim Melzer jetzt diese Lockdown-Phase genutzt, um quasi sein Geschäft ein bisschen weiter anzukurbeln. Und hat immer so Boxen gepackt mit verschiedenen Sachen und die kann man kaufen. Die kosten auch gutes Geld, ich glaube über einen Huni, glaube ich. Und jetzt hatte ich ja Geburtstag und meine Mama, I love you, hat mir diese Box geschenkt. Cool. Und dann kamen die an und da ist haufenweise Sachen drin. Hier, kann ja mal, das ist der Inhaltsplan. Und also wirklich hochwertige Sachen, die er damit anbietet. Und ich habe mir überlegt, dass wir Folgendes machen, Robert hat auch ein bisschen, er hat nämlich diese Woche auch eine Bestellung offen, ja, dass wir mal aus dieser Box eine Kleinigkeit probieren, mal so ein bisschen verköstigen. Was hast? Also ich habe mit am Start, Robert, einmal Gewürzbrot. Das ist hergestellt für Hermanns, ich glaube Alexander Hermann, dieser andere Superkoch. Da ist ein Bild.
Für ja, den ist das quasi gemacht und der hat das quasi mit beigesteuert. Und was habe ich hier noch? Für Tim Melzer Schokoladenkuchen, den wir gleich nochmal machen werden. Dosenbrot, spannend. Ja. Okay, ja, hört sich super an. Was stand bei dir auf? Warum liegt das hier vor mir, was vor mir liegt und was ist genau. das? Genau, ich bin ja so ein Fan von einigen amerikanischen Süßigkeiten und habe bei World of Sweets mal wieder was bestellt. Was ist World of Sweets? Das ist ein Laden. Die verkaufen aus aller Welt Süßigkeiten, was sie gerade importieren konnten. Und auch Amerika ist ein ganz großes Thema bei denen. Mhm. Da habe ich auch schon Twinkies und sowas bestellt. Mhm. Twinkies ist Chemie pur. Okay. Aber jetzt weiß ich auch, warum in Zombieland gesagt wurde, Twinkies werden nie alt oder kannst du auch in 10 oder 20 Jahren noch essen. Die überleben den Atomkrieg. So in etwa, genau. Ja, nee, ich habe mir mal wieder was bestellt. Ich habe so ein bestimmtes Limit, so 55 Euro. Und wenn das erreicht ist, dann ist Schluss. Mhm. So, jetzt habe ich mal, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe mitgebracht KitKat. Das ist jetzt aber nicht aus Amerika, sondern aus China. Und zwar Green Tea Matcha. Habe ich noch nie gehört. Ich liebe KitKat. Und du liebst auch Grüntee. Ich trinke sehr gerne Grüntee, ja. So, perfekt. Dann haben wir noch Airheads. Das ist ein, ja, wie soll man sagen, Kaubonbon. Mhm. Na, ich weiß nicht, kennst du diese Fritz noch? Die sind geil. So in etwa. Okay, aus welchem Land sind die? Amerika. Okay. Und dann haben wir noch Twizzlers. Dazu möchte ich echt mal deine Meinung hören. Eine Freundin von mir hat die schon gefuttert. Mhm. Die hat ihre Meinung. Ich habe genau die gleiche Meinung wie sie. Aber, genau. Ich nehme mir einfach mal ein. Nimm dir mal ein. Welche Farbe? Sind die verschiedene Geschmäcker? Weil das ist ein buntes Potpourri. Ja, sind verschiedene Geschmäcker. Gott, gelb ist Zitrone, orange ist Orange. Dann nehme ich Orange. Okay, dann nimm dir mal Orange. Mhm. Und dann sag mir mal bitte, nee, das ist nicht Orange. Nee? Das ist Rot. Also, na egal, jetzt habe ich Rot. Das ist ja so Orange. Das ist, glaube ich, Erdbeere. Gib her hier. Das okay. Also, das ist jetzt Orange. So ein längliches Ding, irgendwie so ein bisschen gekrisselt. Sieht aus wie so von einer Bohrmaschine, so ein Bohrmaschinen-Lochbohrer. Aber das ist immer geil, im Podcast immer zu essen, Leute. Ja. Warte mal, woran erinnert mich der Geschmack? Also, schmeckt okay. Nein, schmeckt nicht schlecht, finde ich. Es schmeckt okay. Das ist total widerlich, ganz ehrlich. Okay, erzähl weiter. Es schmeckt okay, es erinnert mich an irgendwas, was ich gerade nicht greifen kann, aber es schmeckt okay, aber es schmeckt nicht wirklich geil oder so. Also ich muss also sagen, das ist diese Regenbogenpackung, das ist von jeder Sorte was drin. Mhm. Das Zeug ist wie Fensterkit, wirklich. Ja, also wirklich, es klebt mir auch gerade echt an den Zehen irgendwie. Nicht nur an den Zehen, probier mal deine Finger. Ja. Und was auch richtig geil ist, pass auf. Und es bleibt so. Ja, die Dinger jetzt aneinander gedrückt, die genau. Enden und die kleben einfach. Genau. Wie gesagt, das ist einfach nur Chemie pur. Und eine Freundin von mir hat das auch gesagt, das ist genauso. Es ist wirklich einfach nur widerlich, das Zeug. Genau, wenn wir jetzt ein bisschen schmatzen hier, ey, sorry, aber da müsst ihr jetzt alle durch. Es lohnt sich, es ja, lohnt sich. Okay. Damit ihr auch mal wisst, wie Amerika schmeckt. Ach so, ich habe noch völlig vergessen, ich habe noch Gatorade. Komm, hintereinander weg jetzt, wir müssen jetzt kosten. Willst du Gatorade haben? Ja, genau. Hintereinander weg. Was ist diese orange Gatorade? Ich kenne Gatorade immer von den Footballspielen. Da wird es mal viel getrunken. Genau, es NFL. Wird dann über die Trainer geschüttet. Ja, genau. Einfach nur einen kleinen Schluck, so reicht schon. Danke. Wie gesagt, ich habe das jetzt auch noch. Ich habe es lange nicht mehr probiert. Ich kann es auch aus den 90ern. Das gab es ja hier auch mal in Deutschland. Ja. Ja. Hat sich nicht verändert. Schmeckt halt wie Brause, ein bisschen dünner, habe ich das Gefühl. Mm. Ich glaube, unsere Deutschen sind, also dafür, dass es aus Amerika kommt, schmeckt es erstaunlich wenig süß. Ja, aber obwohl der zweite Punkt Zucker und der dritte Punkt Dextrose ist. Okay, sehr schön. Und was hast du noch mitgebracht? Wir machen doch mal deine als erstes, weil ich sie bei meinen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. So, dann haben wir Airheads. Das sind so Kaugummi. Kannst du mal ein Foto vorher davon machen, dann können wir das mal posten, dass die Leute sehen, was wir... quasi, bevor wir das alles aufreißen. Genau. Wird dann wieder in unser Insta-Story und den ganzen... Machen wir noch anstatt mal heute... machst du denn noch schön im so Trailer? Mach oder Foto. Wo ist mein Handy? Weiß ich nicht. Wo ist mein Handy hin? Tja, wo hast du dein Handy? Ach, hier.
Ich hab's mal wieder irgendwo hingelegt. Genau, mach mal ein Foto davon und dann. Ach, hier siehst du, das ist da wirklich ein Foto von dem Typen drauf. So. Gut. Und dann können wir es nämlich jetzt so aufreißen. Okay. Und dann könnt ihr alle mal selber nachvollziehen. Vielleicht kennt ihr ja die Sachen. So, ja, jetzt warte mal. Jetzt muss ich gucken, ob das Foto auch wirklich gemacht wird. Manchmal ist mein Handy so bescheuert. Was? Du hast das beste Handy der Welt, Robert. Ja, das jetzt hat es gemacht. Ich habe es einmal gemacht und das hat der Foto nicht gespeichert. So, Airheads ist wie, ja, wie soll man sagen, Fritz. Boah, das Zeug klebt mir auch noch hier am Schaden. Ja, das ist ja, wie gesagt, das Twizzlers, das ist total widerlich. Das ist, wie gesagt, wenn du irgendwo eine Lücke hast, die ist jetzt gefüllt. Ja, stimmt allerdings. So, ja, die sehen wirklich aus wie diese Fritt-Dinger, die wir aus der Kaufhalle kennen. Danke. Nur mal eine kleine Ecke. Ist mal ein bisschen weg vom Mikro. Du spatschst immer so ein bisschen. Also jeder spatscht ja. Nee. Oh, ist das sauer. Das ist nicht sauer. Doch. Nee. Bisschen schon. Aber oder meine Geschmacksknochen. Aber Chemie. Ganz ehrlich, alles, was aus Amerika kommt, ist voller Chemie. Oh, das ist wirklich ekelhaftes Zeug. Sieht aus wie so eine scheiß Zunge, sieht aus. Schmeckt davon, ekelhaft. Davon hatte ich schon Orange und, noch, und Apfel. Die waren okay. Okay, jetzt bin ich mal gespannt auf KitKat mit grünem Tee. Also KitKat liebe ich wirklich. Und jetzt grüner Tee. Okay. Was stand da? Matcha. Matcha. Matcha ist halt, naja, grüner Tee. Matcha ist halt eine bestimmte Sorte. Es ist wirklich grün. Mhm. Also auch die Schokolade ist grün. Danke. Probier mal. Okay. Ich weiß, wie es schmeckt. Ich probiere aber auch noch eins. Ich schmecke keinen grünen Tee, ehrlich gesagt. Nein? Also ich schmecke grünen Tee. Überhaupt nicht. Ich schmecke ganz normale Schokolade. Nee, also ich schmecke wenigstens noch, ich schmecke nur grünen Tee raus. Willst du mal ein Stück probieren? Nee, reicht. Aber ich, wie gesagt, also... Also, bin ich das ein bisschen überrascht? Ich hätte mir das ein bisschen intensiver vorgestellt. Nee. Was denn? Hast du dran genuckelt oder was? Ja, deswegen. Oh. So, nee, ist auf jeden Fall, ja, schmeckt nach normaler Schokolade irgendwie für mich. Also ich hätte das grüner Tee... Schmecke ich gar nicht so krass raus. Okay. Krass. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinen Produkten, die wir jetzt genannt haben. Schokokuchen und Brot. Wir machen mal ein kurzes Cut an der Stelle, weil wir müssen den Schokokuchen kurz warm machen. Oh. Auf, ja. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt zwei Sachen. Und zwar einmal, wie gesagt, diesen Schokokuchen. Den haben wir kurz in der Mikrowelle für 20 Sekunden angewärmt. Und wir haben ein bisschen Kräuterbrot, war das jetzt, glaube ich. Wir probieren mal den Kuchen. Schokokuchen. Schokokuchen. Nein, auch. Ist der gefüllt? Oh, das ist interessant für die Leute draußen. Jetzt haben wir kein Foto von. Achso, doch, haben wir. Ein bisschen trocken, wa? Mm. Geschmacklich? Geschmacklich super. Aber total trocken. Also dazu definitiv Vanille-Eis oder sowas. Oh. Das ist schwer runterzukriegen. Vor allem, das verklebt sich jetzt hier oben über den Zähnen so ein bisschen. Aber so an sich, geschmacklich. Probieren wir nochmal, genau. Also, erst geschmacklich ist er wirklich ganz gut. Das kann man nicht anders sagen, aber wie Robert schon sagt, es ist so trocken. Wir haben uns beide mal dem ersten Bissen angeguckt und beide so, wow. So, und dann haben wir hier noch, gib mir mal nochmal die Anleitung, bitte. Ja. Anleitung. Und zwar ist das Brot, Hau mal raus. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, nur Brot zu essen, aber ey, es ist anscheinend kein besonderes Brot. Bin ich blöde? Wo steht? Ah, hier, Gewürzbrot aus Natursauerteig. Und das ist, wie gesagt, aus dem Hause Alexander Herrmann. Also ganz kurz nochmal zu dem Kuchen. Er ist auch sehr bröselig, finde ich. Mhm. So, das ist jetzt Alexander Herrmann Brot. Aus Natur dauert. Genau das gleiche wie beim Kuchen noch, Entschuldigung. Ist jetzt nichts Besonderes, oder? Schmeckt halt wie Brot mit Kräutern drin, aber ich finde es sehr, sehr trocken. Ja, das stimmt. Also mindestens ein bisschen Butter muss drauf. Ja. Okay, wir wollten es einfach mal roh quasi probieren. Wir haben beides geschmacklich für gut befunden, aber
konsistenztechnisch ein bisschen schwierig. Ich stell's mal zur Seite, war so reicht da jetzt hier. So. Das ist natürlich so. Immer schön Podcast und die Leute essen dabei, ist immer hervorragend. Bevor wir weitermachen, Robert, mit unseren Top 3 zum Abschluss. Ich habe mal ganz kurz. Du kannst ja weiter, red so ein bisschen. Ich hatte mir vorgenommen, im Urlaub ja auch wieder ein bisschen zu lesen. So kleine Taschenbücher quasi habe ich mir besorgt. Also eins erstmal und dann zweites noch. Aber ich habe angefangen, aber ich habe gemerkt, ich bin kein Typ, der einfach so zu Hause hinsetzen kann und dann ein Buch lesen kann. Bei mir ist, ich habe in der Vergangenheit, wenn ich gelesen habe, immer so auf dem Weg zur Arbeit oder so. Immer gelesen, das werde ich jetzt machen. Ich bin ja jetzt dann wieder im Dienst. Und wenn ich dann ins Büro fahre und ich gerade im Homeoffice bin, dann werde ich auch lesen. Und zwar einmal Nick Hein, Polizei am Limit. Das ist ein ehemaliger Polizist, der dann quasi in Anführungsstrichen ausgestiegen ist aus der Szene. Nein, der ist immer noch total cool mit der Polizei. Der ist heute YouTuber und so und macht da so ein bisschen. Aber der berichtet, will quasi darüber berichten in diesem Buch, wie das System Polizei aufgestellt ist, wo es Engpässe gibt etc. und so weiter. Überall. Und also es kommt darauf natürlich an, wo in Deutschland. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Und dann habe ich mir geholt, das hatte ich schon lange auf dem Zettel, Kurt Krömer, ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will, zu Besuch in Afghanistan. Das ist dieses Buch. Ah. Genau. Er hatte ja im Rahmen seiner Late-Night-Show oder was es da war, Krömer, die Show irgendwie auf ARD, war er ja dort zur Belustigung, wie nennt man das dann, Truppenbespaßung oder so, war er da gewesen und hat dann in Afghanistan auch so ein paar ja, Beiträge für die ARD gedreht und das war wohl auch ganz gut und ganz interessant, aber er hat halt selber gesagt, glaube ich, das reicht ihm nicht so, weil das ist ja alles nur da irgendwie in diesem Camp und so und er möchte natürlich auch das Land ein bisschen kennenlernen und die Menschen unabhängig von irgendwelchen Leuten, die sagen, da darfst du hin oder da darfst du nicht hin. Und deswegen war er dann nochmal privat dort für ein paar Tage und hat dort sozusagen sich so einen Reiseführer geholt. Der Reiseführer war übrigens der größte Showmaster des Landes, der da, er meinte irgendwie, sobald der da irgendwo lang geht, brechen alle in Tränen aus. So, wir kennen den aber nicht. Deswegen bin ich mal sehr gespannt auf dieses Buch. Das werde ich mir mal jetzt cool demnächst mal reinziehen. Ich glaube, dich könnte das auch interessieren, oder? Das würde ich mir dann mal ausleihen bei dir. Machen wir. Ja, sobald ich das dann fertig habe, werde ich mal ein bisschen darüber berichten. So, Robson, Top 3? Oder hast du noch was? Nö. Top 3. Na dann, Top 3. Was machen wir? Ja, Top 3. Wie steht's mit Filmen bei dir? Nein, Filme. Ich bin aber gut mit Filmen. Ich gucke viele Filme. Okay, du guckst viele Filme. Hast du auch Filme aus den 80ern gesehen? Na klar. Wir sind ja beide so gesehen damit eigentlich aufgewachsen, oder? Genau. Also gut, rein von diesem mitgekriegt oder so hat man eigentlich erst alles so ab den 90ern, Anfang der 90er. Aber so halt die ganzen Filme, die in den 80ern top waren oder gerade rauskamen, die hat man halt noch mitbekommen. Ja, logisch. Und die haben wir natürlich auch gefeiert ohne Ende. Natürlich, weil sie noch realistisch ja, damit. Und auch relativ noch aktuell. Genau. Und da war jetzt die Idee quasi, wir waren jetzt ein bisschen kreativ los und haben wir gestern spontan halt Robert gefragt, was machen wir denn? Und er so, na lass doch einfach Actionfilme der 80er machen. Und bingo, so machen wir es. Herzlich willkommen. Actionfilme der 80er. Und da muss man natürlich dazu sagen, es ist natürlich schwierig. Was ist ein Actionfilm und so, man kann es weit definieren. Ich habe jetzt mal unter Actionfilm für mich verstanden, das ist jetzt nicht unbedingt eine Actionkomödie, aber überall, wo entweder geballert oder gekämpft wird. Das habe ich jetzt mal im Großraum Actionfilm mal ja, ist okay. reingepackt. Hm? Genau. Fängst du an? Soll ich anfangen? Ja, also neben den ganzen Filmen, ganz ehrlich, war ein schwieriges Thema auch für wirklich mich, schwer. Weil es sind, muss ich dazu sagen, viele gute Filme in den 80ern entstanden worden. Dann kommen wir nachher nochmal auf den anderen Filmen zu sprechen. Meine Nummer 3 ist, also man muss dazu auch sagen, es sind eher Filme so Ende der 80er von okay. mir jetzt. Nummer 3 ist bei mir Batman. Okay. Mit Michael Keaton als Batman und Jack Nicholson als der Joker. Ah, ich kann mich da bildlich noch dran erinnern, aber ich weiß nicht, wann ich das, aber ja. Ich weiß, viele sagen, Heath Ledger ist der beste Joker. Ja, schön, für seine Zeit. Jack Nicholson war für seine Zeit Ende der 80er einer der besten Joker, die ich je erleben jetzt, konnte. Doch, jetzt habe ich es wieder bildlich wirklich vor mir. Das der, war hat wirklich, gut. Der hat eine richtig gute Rolle gespielt. Und Michael Keaton als Batman, super überzeugt. Auf jeden Fall. Was fandst du denn besser? Den Joker-Film sozusagen
Also es gab ja, ich kann mich noch an drei große Bösewichte erinnern. Mhm. Das war einmal, den du gerade genannt hast, Jack Nicholson als Joker. Mhm. Dann war Danny DeVito als Pinguin. Und dann war Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze oder was das war. Okay, Mr. Freeze streichen wir mal. Weil ja. Das war eine sinnlose, dumme Rolle. Das war eine Sünde. Und Danny DeVito als der Pinguin im zweiten Teil, Batmans Rückkehr, Hammer. War wirklich geil, oder? Super. Also wirklich geniale Rolle. Mhm. Das stimmt. Aber stimmt, der Jack Nicholson, das war schon richtig gut. Das war top. Bei mir auf Platz 3 ist ein Film von 1985 mit Michael Dudikoff. Mein Bruder wird gerade im Kreis springen, weil er sich freut. American Fighter. Ich liebe American Fighter. Mein Bruder und ich haben diese Filme bis zum Erbrechen gesehen und auch heute nach wie vor, wenn sie kommen. Michael Dudikoff, das war so grob erzählt, irgendwie die sind quasi von der Army oder von der Navy, glaube ich sogar. Und kämpfen dann immer irgendwie gegen irgendwelche Ninjas und so. Und aber sehr, sehr geil gemacht. Also, ich kenne Michael Dudikoff. Hm? Das war aber, ich weiß, man muss es dazu sagen, oh Gott, wie hieß der? Oh Gott, wie diese vielen Witze. Nackte Kanone? Nein, nicht Nackte Kanone. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, wenn man eine Person mit vielen diese ganzen Delta Force Filme, wie hieß der denn? Boah, keine Ahnung. Boah, ich komme jetzt einfach nicht drauf. Okay. Michael Dudikoff war ja eher so der, oh Gott, DE. Also so DE-Promi. Weil ganz ehrlich, Michael Dudikoff hat so ganz billige Filme gemacht. Ja, mag sein, aber die waren geil. Alter. American Fighter waren super, vor allem der erste. Der war Chuck war Norris. Richtig gut. Jetzt habe ich es. Chuck Norris ist auf B, C und Dudikoff ist noch darunter. Okay. Gut, jetzt, bei dir auf Platz 2. Ja, bei mir auf Platz 2 einer der besten Filme. Damit bin ich aufgewachsen. Und das war wirklich der erste Film aus dieser ganzen Reihe, den ich gesehen habe oder halt mitbekommen habe. Und zwar Lethal Weapon 2. Ah, ja, okay. Warte mal. Ich bin immer am Überlegen, ist es das die Komödie, die Verarschung oder ist es das Action-Original? Nein, das ist die Verarsche, ist Loaded Weapon 1. Und Lethal Weapon 2 ist mit Danny Glover und Mel Gibson. Geil. Geniale, muss man dazu sagen, geniale Serie an sich. Ja, Hammer. Es ist lustig. Es ist einfach eine Action-Komödie. Hoch 10. Die ist einfach saulustig. Ja. Gut gespielt. Die haben vor allem geil besetzt. Definitiv. Und ich habe gehört, es soll sogar jetzt ein 5. Teil rauskommen mit beiden. Ja? Ja. Oh, scheiße. Ist echt im Trend, weil die alten Säcke noch mal ranzuholen. Vor allem noch Mel Gibson nach seinen ganzen Eskapaden. Ja, gut. Aber der ist ja wieder richtig dick. Ja, der Geschäft. Kommt wieder. Ja, ich weiß. Wahnsinn. Was, Danny Glover, den gibt es auch noch. Ja, der macht auch noch Filme. Ja. Scheint ja so. Ja, gute Wahl, sehr gute Wahl. Also, Danny Glover macht noch Filme, aber nicht mehr so die guten Filme. Okay. Da, was ist bei dir noch auf Nummer 2? Bei mir auf Nummer 2 ist auch wieder so ein Kampfsportfilm, aber auch im weitesten Sinne noch Actionfilm, deswegen ist Bloodsport von 1988 mit Jean-Claude Van Damme. Von diesen ganzen Kampf-Action-Filmen, sag ich jetzt mal, ist das für mich die Königsdisziplin, der Königsfilm von allen. Es gab ja noch Karate-Tiger und weiß ja geier was, aber Bloodsport, boah, Bombenfilm. Eine ungeschnittene oder geschnittene Version? Mittlerweile ungeschnitten. Ich kannte die ja alle Jahre nur geschnitten. Okay. Und ich war sehr, sehr überrascht, wie viel doch tatsächlich da geschnitten wurde. Schlimm, oder? Ja. Ich habe mir, nur als Beispiel, ich habe mir letztens Blade angeguckt. Die sieht es jetzt auch ungeschnitten. Ja. Es ist so böse, was die da rausgeschnitten haben in der deutschen Version. Hm. Ich habe ja, weißt du, das Ding ist, ich verstehe das ja total, dass man Dinge rausschneidet, wenn man sagt, okay, das passt, weiß nicht, Blut oder wie auch immer. Aber bei Bloodsport ist es so, dass da so viel rausgeschnitten wurde, dass teilweise die Story echt verändert wurde an der Stelle. Ja. Also da war ich völlig überrascht. Ja, genau, das war dieser Punkt. Ich glaube, das war bei Bloodsport so ein ganz großer Kritikpunkt, dass in der deutschen Version so gesehen zum Teil die Story verendet wurde, nur durch Schnitte. Dabei ist er jetzt gar nicht so krass blutig. Ein paar Szenen werden so recht rausgeschnitten, wenn dann so ein offener Knochenbruch da zu sehen ist, aber ansonsten. Lächerlich. Lächerlich. Heute siehst du, wie Zombies einen Kopf zerdrückt werden oder so. Ja, der Maßstab ist heute ein anderer, war als damals. Na, das ist meine Nummer 2, also Bloodsport, Bombe. Jean-Claude Van Damme, ich feiere ihn. Meine Nummer 1 jetzt. Riesenfilm, habe ich auch nie groß überlegt, deshalb habe ich auch gesagt, Filme der 80er, weil ich finde bis heute einer der besten Zukunftsvisionen, wo ich mir denke, das wäre krass, wenn das wirklich eintreten würde. Und zwar Robocop. Du hast meine Nummer 1 gerade gewählt.
Echt jetzt? Ja, das ist meine Nummer 1. Das war auch mein, siehst du, geil, oder? War das deine Nummer 1 gerade? Das war jetzt meine Nummer 1. Ey, Faust. Wie geil. Mit, ja, ja, von 1987 Peter mit Peter Weller. Ja. Alter, geil. Finde ich gut, Hammer, dass wir uns da so gut verstehen. Hammer. Also, auch ein Film, wo, wenn man den ungeschnitten das erste Mal sieht, man überrascht ist, was da alles noch so mit drin war. Ja, yeah, ja, also ich habe den Film damals, so doof wie es klingt, also mein Vater war da ein bisschen human. Mhm. Also ich durfte mir auch solche Filme angucken, auch unter 12, ist mir auch egal. Heute bin ich alt genug und kann das selber entscheiden. Und habe den damals, glaube ich, schon ungeschnitten gesehen. Ich weiß nicht, oder nur leicht geschnitten. Dann haben sie den ja komplett geschnitten gehabt, wie es nur ging. Ja. Und seit ein oder zwei Jahren gibt es sie wieder ungeschnitten, komplett. Und da habe ich mir den natürlich gleich gekauft. Und ich war überrascht, wie blutig der Film doch da am Ende dann ja, war. Ja, oder? Das war, also das hast du ja in der normalen Fernsehversion ja überhaupt nicht gesehen. Ich sag mal, gerade diese Szene, wo der Polizist damals, der Peter Weller, da erschossen wurde, im Fernsehen war die so, naja, man hat es halt dargestellt, man hat es halt angedeutet, wie er erschossen wurde. Ja. Aber in der ungeschnittenen Version, boah, da wird der ja zerfickt, sorry, aber der wird ja auseinandergeschossen. Ja, genau, wo ich mir dann echt so denke, dass diese ganzen Kugeln, also diese ganze Schrot, was in ihn reingeballert wird, dass er da dann noch irgendwie überlebt hat. Also so. Meine Lieblingsszene, der Film finde ich, also der ist erstmal, finde ich, der ist inhaltlich sehr stark, also gut geschrieben. Ich finde, der lebt auch sehr stark von seinem Sound. Die Filmmusik ist spektakulär gut. Ja. Und der Sound als solches, nämlich immer dann, wenn er läuft, dieses Bumm, Bumm und so. Also das ist, muss man gesehen haben. Und ich habe eine Szene immer im Kopf, wo er das erste Mal quasi aufsteht und in den Dienst betritt. Diese Szene, wo alle Polizisten dann im Hintergrund so, was ist denn hier los und so. Die hören, ja, genau, bloß, die hören bloß sozusagen diese Schritte. Ey, das ist dieser Robocop. Und dann rennen die da alle hinterher, wie er dann das erste Mal da richtig cool langläuft, ja, und so. Geil einfach. Krieg Gänsehaut. Hammer. Gut, ja, dann brauchen wir auf deine Nummer 1 gar nicht eingehen, ne? Das ist interessant auf jeden Fall, aber da sind wir uns ja auf jeden Fall mal einig. Definitiv. Ich hab jetzt noch mal ganz kurz die Liste auf. Es sind noch Filme zu erwähnen, wo heute riesen Stars draus geworden sind. Ja. Nehmen wir alleine mal Arnold Schwarzenegger in Terminator. Das ist schon mal ein Film, wo ich sage, geil. Ja, total. Snake, die Klapperschlange. Snake Plissken. Ja. Die eine Klapperschlange zum Anfang der 80er, glaube ich. Terminator, genau. Rambo. Rambo, dann Delta Force, wie gesagt, American Fighter, was du schon gesagt hast. Der City High, auch mit Arnold Schwarzenegger. Das war so gerade die Reihe, oder wo es gerade angefangen hat, mit Arnold Schwarzenegger groß zu werden. Der Conan der Barbar am Anfang der 80er. War das 80er? Ja, ja. Und was war das andere? Was Aliens. Alien, ja. Alien, die Rückkehr. Aber das war Anfang, ich glaube, der erste kam 78 oder 79 raus. Der allererste Film, der war, müsste in den 80ern gewesen sein. Der war auf jeden Fall damals noch sehr Sci-Fi. Der zweite Teil war der, wo so richtig actionreich, wo es dann abging. Auch geil besetzt übrigens. Ja. Ach, hier habe ich noch völlig vergessen. Blade Runner. Ist ein Film, den ich schwierig finde. Okay. Ich habe den versucht, aber war an sich, also Metakritiken waren schlecht. Okay. War ganz okay, der Plot, aber ist wie bei Breaking Bad total langweilig. Ich kann noch, welchen hatte ich dann gerade noch im Kopf, den ich nochmal abschließend sagen wollte? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich habe so viele, die 80er Jahre, ganz ehrlich, boah, da sind ein paar geile Zuckerfilme dabei. Also, ja, in der Hinsicht auf jeden Fall, finde ich eine schöne Top 3. Und damit kommen wir jetzt auch zum Ende, war Robert? Richtig. Super, eine Stunde 5 haben wir jetzt durch, also eine knappe mit geschnitten. Hat Spaß gemacht, danke, dass du da warst, danke für die schönen Süßigkeiten. Ja, danke für das tolle Brot, das war sehr, sehr lecker und der Kuchen, der Hammer, also klasse. Aber die anderen Sachen in der Box sind besser. Fehlt, muss man dazu sagen, viel Spucke hilft. In diesem Sinne sage ich auch an der Stelle schon mal vielen Dank und ich sage tschüss. Ganz kurz nochmal die Info, wann wir uns wieder hören, und zwar am 23. März. Und damit bin ich raus. Robson, du bist dran. Ja, von mir dann auch nochmal, war super. Danke, wie gesagt, nochmal für den Kuchen, für das Brot. Süßigkeiten, wie gesagt, muss ich immer ein bisschen einteilen. Ansonsten, Leute, wir hören uns am 23. wieder. Und bis dahin, schickt uns Infos, was ihr mal hören wollt von uns, was wir mal testen sollen. Nein, wir testen keine Fahrräder oder sowas und keine Technik. Und wir essen auch nicht mehr am Mikrofon. Das war heute mal eine Ausnahme. Nö. Oh, das, Gott. Nein.
Okay. Ganz ehrlich, wir saufen nicht mehr. Das ist was anderes. Okay, alles klar. Da müssen wir mal ein bisschen ausprobieren. Ja. Nee, aber gerne. Wenn ihr da irgendwas habt, immer mal in unsere Richtung. Richtig, wir probieren alles, ne, fast alles. Wir suchen aus. Als Robert heute reinkam und ich dann hier mit dem Essen und er dann so, boah, hoffentlich war da kein so ein Stinkefisch dabei. Ja, genau, das sah so aus. Boah. Dieses Systroming. Würdest du das essen? Ich würde es gerne mal riechen, nur um zu wissen und nur um wirklich sagen zu können, ja, das riecht widerlich. Du machst diesen Sur-Streaming und ich esse dafür die schärfste Currywurst, die wir hier in Berlin finden. Da, ich kenne den Laden. Oh Gott, nee, ich bin da raus. Okay. Ich kenne den Laden. Okay, das war's. Wir hören uns, ne? Bis genau. Dann, ciao. Ja, jetzt müssen wir auch nochmal. Was, wie? Und tschüss. Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht? Dann schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein. Dies, das, Ananas. Dies, das, Ananas. Schmeckt ganz gut.